Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren tatsächlich beim letzten Mal hier, hatten uns die indigo-blaue Schlüsselkarte besorgt, um hier in der Trainingsanlage ein bisschen weiter zu erkunden. Und genau, allerdings frage ich mich jetzt gerade, wir haben beim letzten Mal die ganzen Türen uns angeschaut, die mit der indigo-blauen Karte gingen. Und ich bin jetzt gerade unsicher, wie wir hier weitermachen können. Aber das werden wir schon rausfinden. Ich würde gerne aber als erstes mal in den Speicherraum gehen. In den Speicherraum. Die Tür haben wir beim letzten Mal auch geöffnet. Weil wir müssen da hinten noch, in diesem Kontrollraum müssen wir nämlich noch ein Item mitnehmen. Genau, und zwar, das sieht nämlich so ähnlich aus wie eins, was wir schon haben. Wie so ein Seeausweis. Ne, und da kann ich mich erinnern, dass hier hinten noch ein Safe-Raum war. Hier, genau. Und dann legen wir mal unsere Items ab, würde ich sagen. So, sollen wir mal speichern? Was ist das da in der Ecke? Nee. So, mal speichern. Ich würde sagen, wir speichern einfach mal. Ich meine, das K.O.-Kriterium. Ach genau, den Granatenwerfer hatten wir auch gefunden beim letzten Mal, nur mal so. Das K.O.-Kriterium mit dem Nicht-Speichern für einen guten Rang, das habe ich ja auch schon nicht erfüllt. Auch Erste-Hilfe-Spray habe ich schon benutzt. Also von daher kann uns das relativ egal sein. Okay. Gut. Genau, wir könnten noch Explosivpfeile können wir noch machen. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. So, Kombi hier mit. Und die Kombi da oben mit. Ha! Dann haben wir richtig schön viele Explosivpfeile. Können wir irgendwann sicher gut gebrauchen, denke ich. 30 Schuss nochmal davon. Ja, ist schon ordentlich. Genau, diesen Marineausweis. Und da hatten wir beim dem Raum da hinten nochmal. Uns geht's gut, ne? Ja. Da hatten wir bei dem Raum noch einen anderen Ausweis gefunden. Und da würde ich sagen, stapfen wir da jetzt nochmal hin. Und genau, holen wir uns den mal. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil Code Veronica. Ich nehme das nach wie vor an diesem Sonntagabend auf. Ich hatte ja schon in der letzten Folge erklärt, warum am Montag keine Folge kam. Möchte mich auch jetzt nochmal entschuldigen für. Auch wenn das hier jetzt natürlich die Freitagsfolge schon ist. Aber wie gesagt, sorry nochmal. Ich versuche, dass es da, dass das nicht wieder vorkommt. Gut, dann waren wir ja hier in diesem Raum. Wir haben einen Heeresausweis. Biologische Gefahr im Bioexperimentierraum. Den Überwachungsmonitor benutzen. Ja. Wird geladen. Oha. Okay, was kommt jetzt, Freunde? Ah. Cool. Guckt mal, wir haben hier eine Kamera. Ah, okay, das ist dieser Bioexperimentierraum. Und genau, falls ihr euch erinnert, hier konnten wir ja nicht rein, weil wir irgendeinen Code eingeben müssen. Und der Code steht auf diesem roten Skelettbild. Und hier ist eine Nummer. Die Zahl 1126 ist zu erkennen. Genau, Freunde, 1126. Davon mache ich mir mal ein Bild. Moment. So digital wie ich bin, habe ich natürlich keinen Bleistift hier. So. Der Bioexperimentierraum ist vollständig gelüftet. Aha. Okay. Vollständig gelüftet. Die Codenummer kann jetzt eingegeben werden. Danke. da müssen wir tatsächlich nichts mehr machen. Gut. Ah, wir können noch mal rein. Okay.
Nee, geh wieder raus. Geh einfach wieder raus. Guckt mal. Der Alarm ist aber aus. Nichts Besonderes. Nö, dann geh wieder raus hier. Genau, der Alarm ist aus. Lüftung ist beendet. Die Codenummer kann jetzt eingeben. Ja, perfekt, Freunde. Das heißt, wir kommen da rein. Ja, und die stehen natürlich jetzt auf. Ist doch klar, ne? Auf einmal stehen die Zombies da auf, ey. Aber gut. Da hauen wir einfach ab, würde ich sagen. Und... nein, wir müssen... Müssen wir echt wieder da an dem Wurm vorbei? Wo war das? Ach, da! Ja, wir müssen leider an dem Wurm vorbei. Das ist der schnellste Weg. Oh Gott. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, der Dresden-Evil-Kulturoniker. Wir machen ja guten Fortschritt, muss ich sagen. Wir befinden uns schon ziemlich lange hier in diesem ganzen Gebiet. Aber finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Also, dass man sich hier auch länger in einem Gebiet aufhält. Ach, wir müssen gar nicht an dem Wurm vorbei. Ja, gut. Biohazard-Karte. Ja, mach. Cool, Freunde. Das heißt, wir können hier wieder rein. Was ja... Ah, guckt mal. Die Biohazard-Karte wird nicht mehr gebraucht. Ja, dann schmeiß sie weg. Ja, krass. Da haben wir ein Story-Item schon mal weniger. Und das hier hätte ich eigentlich ablegen können, ne? Haben wir hier in den Safe-Raum? Verdammt, das hätte ich ablegen können. Aber okay. Wird wohl für irgendwas gut sein. So, wo war das denn jetzt nochmal? Hier kommen wir... Hier kommen wir nicht rein? Türklinke fehlt. Aha, okay. Ah, okay, alles klar. Gut, dann hier vorne. Dann kommen wir jetzt in diesen Alarmraum rein. Den Code habe ich sogar noch im Kopf. 1126. Genau. Genau hier. Hier leuchtet es jetzt nämlich grün. Sicherheitsschloss aktiv. Bitte Codenummer eingeben. Jo. 11 2 6. Wenn ich mich hier irre. Ja, Schloss entriegelt. Na klar, das heißt, wir können in den Bio-Experimentierraum. Gott, bin ich mal gespannt jetzt, was hier jetzt passiert, ey. Wenn der Raum so geschützt war. Oh mein Gott, wir sind hier drin. Ja, und hier war scheinbar echt... Sie ist zersplittert. Scheinbar wurde sie von der Innenseite aufgebrochen. Ja, ganz toll. Hier haben sie wieder irgendwelche Biowaffen kreiert hier. Oh Mann, Umbrella, nichts Nützliches. Was ist das? Nichts Nützliches. Ja, und was bringt uns das jetzt hier? Er ist schon tot. Okay. Das sind diese Biester, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Da haben wir nämlich so einen Dia-Projektor von Umbrella gehabt und da haben sie das Vieh erklärt. Sie ist zersplittert. Ob irgendetwas daraus entkommen ist? Ja, klar, Claire. Oh Mann, ich will hier eigentlich gar nicht drinne sein, ey. Gibt's hier... Ah! Sehr schön. Die können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Säuregranaten. Aha. Hier wurden vielleicht hier waren vielleicht Versuchsobjekte. Sonst ist hier nichts? Wollt ihr mich verkackeiern? Wie, sonst ist hier nichts? Wozu sollte das denn jetzt gut sein hier? Es scheint jetzt nicht zu funktionieren. Ich kann es nicht öffnen. Ja. Okay. Wo geht's dann weiter? Da muss ich jetzt... Nee, das ist ja wieder nur von der anderen Seite. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich echt verwirrt. Also, wo soll es denn jetzt hier weitergehen, sagt mal. Das ist da unten. Das ist immer noch zu. Ja,
Okay. Dann haben wir hier aber eigentlich nichts wirklich Sinnvolles hier. Das hier mal anklicken? Nee. Scheint nicht zu funktionieren. Ah! Hä? Skelettbild? Warum? Oh Gott! Boah! Boah, hab ich erschrocken! Alter Schwede! Boah, hab ich erschrocken! Was ist das denn jetzt? Hä? Wie jetzt? Was, was, was? Was, was, was? Ein Zeitcounter? Wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Was, was, was? Okay. Und nu? Einfach hier raus, oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ein Zeitcounter. Okay. Möglichst schnell hier, weit wie möglich weg, oder was? Ja, die Uhr ist weg. Okay, sehr schön. Holter. Ja, toll. Okay, jetzt haben wir hier wieder einen Alarm. Ach, jetzt ist das wieder zu. Wir haben die Karte natürlich weggeschmissen, ne? Scheiße. Hätten wir die vielleicht behalten sollen? Also irgendwas ist hier jetzt unterwegs. Irgendein Vieh. Aber die Frage ist, was soll ich jetzt mit diesem Bild? Ah, wartet mal. Ich kann mich an so einen Raum erinnern. Hier vorne in der Villa. Oh Gott, lag. Ich kann mich an so einen Raum erinnern, ja, wo wir da dieses Bild fehlte. Ich hoffe ja, dass. Ist da was? Soll ich die wegmachen? Ich mach die jetzt einfach mal weg. So. Mach die einfach weg. So. Mach die einfach weg. Diese blöden Dinger hier, die nerven mich aber mittlerweile richtig. So, haben wir die endlich weg. Genau. Also ich kann mich daran erinnern, ne, dass wir einen Raum hatten, wo wir dieses Skelettbild, denke ich mal, aufhängen müssen. Und genau. Nein, das war falsche. Hier. Das hier. Prüfe. Skelettbild. Skelettbild auf einem blutroten Hintergrund. Nix. Okay, alles klar. Ich denke mal, wie gesagt, dass wir das hier in der Villa einsetzen müssen. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Ach Gott, und sie hält sich schon. Warum hält sie sich denn? Claire, du musst das noch eine Weile durchhalten. Wie gesagt, Freunde, ich glaube ja, dass das da oben in diesem Raum ist. Aber wartet mal, was ist denn da? Geh noch mal hier hoch, bitte. Was ist denn das da für eine Tür? Ach so, okay. Ja, nee, das ist aber falsche Richtung. Ich glaube, dass es hier war. Wenn nicht hier, dann oben im Graf Dracula Haus. Also im Schloss. Alles klar. War das hier? Ah, nee, ah, das war das Privatcasino. Ah, okay. Nee, dann sind wir hier falsch. Hier brauchen wir nichts mehr. War das echt da oben? Der Raum mit den zwei Bildern. War der echt da oben? Oder war der. Ah, oder war der hier unten? Moment. Oder vielleicht war der hier unten. Das kann natürlich auch sein. Ups, kurzer Hänger. So. Es wird auf jeden Fall spannend. Und wir hatten ja auch in der letzten Aufnahmesession hatten wir ja auch den Wesker gesehen. Ne, den Albert Wesker. Der läuft auch hier rum. Und ja, er ist scheinbar auch gegen Umbrella. Und er hat gesagt, dass er dieses ganze Ding hier angegriffen hat. Naja, werden wir ja sehen.
War das nicht hier? Jetzt verarscht mich doch nicht. Jetzt bin ich... Ach, guckt mal! Hä? Haben wir die übersehen beim letzten Mal? Munition, Freunde! Tö, Munition! Ja, ach nein. Kombi. So. Da war ja echt noch Muni liegen gehabt, ey. Okay, dann ist es nicht hier. Verdammt. Verdammt. Aber irgendwo hier muss es gewesen sein. Ja, einfach hier geradeaus weiter, ne? Aber das war doch das, wo wir Dings geholfen haben. Steve. Wo wir Steve geholfen haben. Oder? Ja, das war der Raum. Okay. Verdammt, wo waren das jetzt nochmal? Oder war das doch in der Trainingsanlage? War das doch in der Trainingsanlage? Hier unten aber auch noch ein Bereich, der wieder komplett zu ist, ne? Oder war das doch in der... Weiß ich gerade, ehrlich gesagt. Also wir müssten jetzt gerade echt diesen Raum finden, wo wir das Bild aufhängen müssen. Verdammt. Weil hier kommen wir nicht rein. Goldenes Emblem. Ah, goldenes Emblem. Ah, okay. Das heißt, hier kommen wir irgendwann hin. Ja, das ist jetzt tatsächlich nochmal die Frage, ne? Ich meine, ich könnte jetzt nochmal kurz im Video gucken, aber... Nee, das ist ein doofer Trick. Das will ich auch nicht unbedingt. So, gut. Was heißt denn, sind wir hier leider falsch? Ja, sorry für dieses Rumgelaufe, aber es gehört dazu. Ist halt ein Resident Evil, ne? Da ist Laufweg einprogrammiert. So. Dann wieder hier vorne, ja. Auf das Moskito-Geräusch komme ich immer noch nicht drauf klar. Es hört sich wie alles an, aber nicht wie ein Moskito. So, hier haben wir die hier haben wir platt gemacht. Da haben wir jetzt Ruhe, das ist gut. Da müssen wir doch nochmal in die Trainingsanlage. Ah, ich verstehe schon, okay. Weil da oben in dem Dracula-Schloss war es definitiv nicht. Das weiß ich. Gut, dann so schnell wie möglich hier hin. Ich habe keine Lust auf den Wurm. So. Die Karte hier haben wir ja weggeschmissen gerade eben. Aber dafür kommen wir jetzt hier ja. Wartet mal, ist das vielleicht schon hier geradeaus? Kann das vielleicht hier drinne sein, ne? Kann das sein? Ich meine, ich gucke jetzt nochmal einfach überall rein. Nein, das ist es nicht. Wartet mal, liegt da irgendwas? Nee, nur eine Zeitung. Alles klar. Dann geh wieder raus. Gut. Joa, dann suchen wir mal weiter. Da bin ich mir eben auch mal gespannt, was da passieren wird. In dem Raum. Und, ja, da haben wir scheinbar eben alles richtig gemacht beim Zeitcounter. Ja, ich bin ja froh, Mensch. Ich bin ja echt froh. So, zweiter Stock vielleicht? Ja, zweiter Stock könnte hinkommen. Gehen wir nochmal hier hoch. Gehen wir nochmal hier hoch. So, gibt es hier vielleicht eine Abkürzung her? Ja, oder? Ne, hier gibt es keine Abkürzung. Okay, alles klar. Dann würde ich es vorschlagen, gehen wir mal hier hinten hin. So, da bin ich. Ich muss mich gerade kurz um meine Katze kümmern. Na? So. Okay. Gucken wir weiter. Was vielleicht hier links, ne? Na, das war.
Wie kommen wir denn da unten nochmal hin? Nee, das war es hier aber auch nicht. Verdammt, das war hier auch nicht. Wo war denn jetzt nochmal dieser Raum? Ihr könnt euch doch dran erinnern, wo wir nur diesen Raum hatten. Mit den zwei Bildern. Ach, wo war das denn jetzt nochmal? Wo war das denn jetzt nochmal, Freunde? Wo war das? War das echt dieser Raum da hinten? Da oben rechts da, mit dem Speicherraum? Konnte man da speichern? Gehen wir nochmal zurück. Komm. Oder wartet mal, nee, ich würde gerne meine Sachen ablegen. Damit ist es ganz gut, dass wir hier einen Speicherraum haben. So, Freunde. Das war falsch. So. Hier, genau. So, dann würde ich gerne diese Munition ablegen. So. Das hier müssen wir ablegen. Ich denke, das werden wir nicht brauchen. So, ansonsten 16% nur noch, ne? Lassen wir so. Kommt. Lassen wir so. Gelbe Zustand werde ich jetzt erstmal akzeptieren. Und, ja. Dann müssen wir halt gucken. Wie gesagt, also ich hoffe ja, dass das wirklich jetzt da ist. Ansonsten, wie gesagt, muss ich noch mal ein Video gucken. Mein Handy vibriert wieder hier. So. So. Dann. So. Gut. Wieder zurück. Wieder raus. Ja, kriegen wir schon Kilometergeld hier, würde ich sagen. Diese Hin- und Herrennerei. Hin- und Kilometergeld und Navigationsgeld. Ey, wartet mal. Ja, einmal wieder komplett raus hier, ne? Verdammt. Wieder an dem Kackwurm vorbei da. Ah ja. Ich glaube, den Wurm werden wir auch so schnell nicht los, ne? Das ist, ich glaube, dass der uns länger begleitet, beziehungsweise wir ihn irgendwann platt machen müssen und dann dafür Munition brauchen. Oh Gott. Ich krieg gerade irgendwie ein bisschen Sodbrennen, Freunde. Ich weiß auch nicht. Es ist gerade irgendwie total unangenehm. Ich muss gleich ein bisschen Milch trinken. Nee. Keine Ahnung warum. Ach ja, so, dann. Ach, genau. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Alles klar, hier rechts rein und dann links und. Ach, verdammt, wieder zurück. Ich renne immer falsch hier, ey. Diese Trainingsanlage ist aber verwirrend. Also, ich kann mit dieser Trainingsanlage irgendwie überhaupt nichts anfangen. Total verwirrend, das Gebäude. Oh Gott! Zombies! Warum sind hier Zombies? Verdammt mal. Die habe ich keinen Bock, Platz zu machen irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe nicht genug Muni. War das hier? Ah! Genau hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich hin. Ha, selber gefunden. An der Wand war scheinbar ein Bild. Genau, und wenn ihr euch mal das hier anguckt... Was seht ihr da rechts? Genau. Das hier. Gut, dann... Claire, häng das Bild auch dran. Sehr gut. Und was passiert? Was ist das jetzt hier? Eine Gedenktafel. Darauf steht etwas geschrieben. Für den Tag der Vollendung dieser Trainingsanlage... 8. Dezember, Alfred Ashford. Den Schlüssel nehme ich gleich. Verschloss mit einem einfachen Schloss. Jawohl. Schloss wurde geöffnet. Ein Heilspray. Nehme ich gerne. Dankeschön. Wie gut, dass wir den Dietrich haben. Ein was? Was?
Ein Diorama. Vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Hier ist eine Höhlung. Schlüssel. Goldschlüssel. Jo, richtig stylisch hier, ey. So, dann prüfe. Ein Schlüssel aus purem Gold. Das Emblem der Ashford-Familie ist eingraviert. Schick, würde ich sagen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich den Schlüssel benutzen, ne? Wenn da diese Höhlung ist. Eine Höhlung. Kannst du das benutzen? Oh. Okay. Gut, Freunde. Dann gucken wir nochmal gerade. Wo müssen wir denn jetzt mit dem Schlüssel hin? Ah. Ich weiß. Wir müssen da hoch in das Dracula-Haus. Gefängnis? Nee, da müssen wir nicht hin. Stahlbrücke? Nein. Gang? Nein. Residenz? Zweiter Stock? Ah! Moment! Wir können da in der Residenz weitermachen. Alles klar, Freunde. Da würde ich sagen, stapfe ich da jetzt noch hin. An den Zombies vorbei. Machen wir ein bisschen länger die Folge, weil ich ja ein bisschen umhergeirrt bin. Gucken uns den Raum noch an. Alles noch heute. Oh Gott! Nein. Blödes Zombie-Vieh. Echt mal. So. Raus hier. Verdammt. Verdammt nochmal. So. Aber ich bin selber drauf gekommen. Hey, da bin ich jetzt stolz drauf. Muss ich sagen. Also da bin ich jetzt echt stolz drauf, dass ich da selber drauf gekommen bin. Okay. Auf jeden Fall. Es geht weiter. Das ist das Wichtigste. Weil das ist wirklich der einzige Strohhalm, den ich jetzt noch habe hier. Dieser eine Weg. Beziehungsweise dieser Raum da jetzt. Mal gucken, was da jetzt noch drin ist für uns. Ah, dieser Kackwurm. Oh Gott. Boah, was der auch für Geräusche macht, ne? Ziemlich übel, ey. Ah, gut. Okay. Dann sind wir ja schon wieder da hier. Es ist ja alles nah beieinander. Finde ich ja sehr gut. Alles klar. Geht da hoch. Und wie gut, dass wir da die goldenen... ja, die goldenen Typen platt gemacht haben. Beziehungsweise die dicken, wie ich sie nenne. ja, zum Glück. So. Gut. Dann auf ein neues wieder hier in die Residenz. Gucken wir uns noch den Raum da an. Mal gucken, was da so abgeht. So. Upsala, das war ein bisschen falsch. Hier hoch einmal. War doch hier, oder? Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so total... Das war doch diese riesen fette Tür da. Da, wo wir eben schon mal vorstanden. Ah, okay. Also langsam aber sicher werde ich mit diesem Gebiet vertraut. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen, weil es dann irgendwann heißt, dass wir das Gebiet verlassen. Aber ist in Ordnung. Ah ja. Sie ist verschlossen. Den Goldschlüssel. Ah, okay. Das Schloss wurde geöffnet. Ach, und schon wird der Schlüssel nicht mehr benötigt. Alles klar, dann geht er rein. Oh, was versteckt sich hier? Nach dem ganzen Hin- und Hergelaufe. Was versteckt sich hier? Was ist denn das für ein Raum? Okay. Was hat es damit jetzt auf sich? Ist das ein Brunnen oder so? Alte Bilder auf jeden Fall. Ein Mann im mittleren Alter. Er hat rothaarige Zwillinge in seinem Arm. Auf dem Tisch steht ein Teeservice. Und vor dem Bild ist eine Taste. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Erinnert ihr euch an den ersten Teil? Bilderrätsel. Genau. Was ist das denn? Nachricht an den neuen Familienvorstand.
Sehr geehrter Sir Alfred, ich gratuliere zu Ihrer Rolle als neuem Vorstand der Familie Ashford. Erlauben Sie mir, Ihnen hiermit eine Tonvase zu überreichen, wie wir es der Tradition der Familie Ashford entspricht. Wie Sie wohl wissen, begann diese Tradition, als ein Butler Ihrer Urahnen Veronica, deswegen Veronica, okay, eine goldene Teetasse überreichte. Die Intelligenz und Schönheit dieser Gründerin der Familie Ashford sind ja inzwischen Legende. Der zweite und dritte Familienvorstand, Sir Stanley und sein Sohn Thomas, bekamen ebenfalls solche Teetassen. Sie hofften, ähnlichen Ruhm zu erlangen wie einst Veronica. Die Stellung des Familienvorstandes ging dann von Sir Thomas auf seinem Zwillingsbruder Sir Arthur über. Danach folgte Sir Edward, ihr Großvater. Diese Epoche war das goldene Zeitalter der Ashfords. Sie haben es allein Sir Edward zu verdanken, dass sie heute das gewaltige Chemieunternehmen Umbrella übernehmen können. Übernehmen? Okay. Doch als Sir Edward starb und ihr Vater Sir Alexander seinen Nachfolger antrat, begann der Stern der ruhmreichen Familie Ashford langsam zu sinken. Es ist meine ehrliche Hoffnung, dass die Familie Ashford unter ihrer Führung wieder an ihre ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen wird, so wie diese Vase ewig Bestand haben soll. Scott Harmon, Butler der Familie Ashford. Sie haben eingeheftet, Familienvorstand-Info. Ach krass, also der Familie gehört Umbrella, wie das aussieht. Okay. Ein weißer Kerzenständer. Auf dem Ständer steht etwas geschrieben. Andenken an den Antritt von Alexander Ashford. Es ist völlig kaputt. Das gleiche Kind wie in dem Film. Ein Text ist zu erkennen. Folge der Geschichte der Ashford-Familie. So erscheint das wahre Oberhaupt. Taste nicht drücken. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir ja tatsächlich beim nächsten Mal ein Bilderrätsel wie im ersten Teil, wo wir die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken müssen. Und wie wir das angehen, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal, Freunde. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.